Ich bin Jasmin von Tieren Tricks und ich zeige euch heute, wie ihr eine feuchtigkeitsspendende Aloe Vera Haarmaske selber machen könnt. Als erstes braucht ihr 4 Esslöffel Aloe Vera Gel. Das könnt ihr fertig kaufen oder ganz einfach mit Aloe Vera Blättern selber machen. Als nächstes braucht ihr außerdem 2 Esslöffel Kokosnussöl, 1 Teelöffel Honig und das Ganze kommt dann gemeinsam in den Mixer. Als nächstes müsst ihr die Haarmaske auftragen und ca. 15 bis 30 Minuten einwirken lassen. Danach ganz, ganz wichtig, sehr gut ausspülen und dann solltet ihr eine extra Portion Glanz bis in die Spitzen haben.